Hallo und herzlich willkommen auf Lyrelda.de. Schauen wir uns nun an, wie einfaches Prozentrechnen funktioniert. Machen wir ein Beispiel, und zwar, wir haben eine Schule von 1025 Schülerinnen und Schülern und jetzt wissen wir, davon sind 578 Mädchen. Und ich möchte jetzt wissen, wie viel Prozent sind das? Und nun, was haben wir gegeben? Das ist das Erste, was man sich fragen muss. 578 Mädchen und die Gesamtzahl von 1025. Diese Gesamtzahl, 1025, die nennt sich immer der Grundwert G. Der Grundwert G, 1025, und diesen anderen Wert, diesen Anteil, der nennt sich dann immer der Prozentwert W. Diese Begriffe müsst ihr euch merken, und gesucht ist jetzt natürlich das, was wir in Prozent ausdrücken, das ist der Prozentsatz P. Also immer diese drei Buchstaben G, W und P. G drückt immer das aus, was insgesamt ist, W drückt immer den Anteil davon aus und P ist das, was am Ende dann in Prozent angegeben wird. Und die Formel in diesem Fall heißt, wie man sich denken kann, kennt ihr vielleicht schon bei den absoluten und relativen Häufigkeiten, man nimmt den Anteil durch die Gesamtzahl. Das heißt W durch G. Das ist die Formel und das kann ich jetzt einsetzen, W durch G ist also 578. Durch 1025. Und das kann man jetzt im Taschenrechner ausrechnen. Das sind 0,5639 etwa. Also die letzte Ziffer gerundet. Und jetzt muss ich das noch in eine Prozentzahl umrechnen. Von einer Dezimalzahl in eine Prozentzahl. Da verschiebe ich das Komma um 2 nach rechts. Das heißt, es bleibt dann übrig 56,39%. Also hier ist es nur ungefähr. Schauen wir uns ein anderes Beispiel an, an der gleichen Aufgabe. Jetzt wissen wir auch an dieser Schule von 1025 Schülerinnen und Schülern. Das heißt, wir können wieder festhalten, G ist 1025. Jetzt wissen wir, hier ist 64% von denen kommen vom Ort, der Rest kommt von anderswo auswärtig. Und jetzt wollen wir wissen, ja, wie viele Schüler oder Schülerinnen und Schüler sind es insgesamt. Das heißt, diesmal haben wir gegeben P, 64%. Auch das können wir umformen. Und zwar von 64% in der Dezimalzahl, Komma um 2 nach links, genau die Rückoperation, also 0,64. Es gibt jetzt auch Formeln, die dann hier mit mal 100 oder geteilt durch 100 rechnen. Das kann man sich allerdings wirklich sparen, indem man einfach immer die Prozente in der Dezimalzahl oder umgekehrt umrechnet. Dann sind die Formeln wesentlich einfacher. Und jetzt können wir wieder, gesucht ist in diesem Fall das W. Jetzt müssen wir schauen, wie können wir diese Formel benutzen, dass wir das hinbekommen. Wenn wir jetzt mal schauen, G geteilt durch P würde nicht funktionieren, weil geteilt durch eine Zahl kleiner 1, das wird größer als das G selbst, das kann nicht sein. Also muss es G mal P sein. Denn G mal P, 1025 mal 0,64, ja, das wird ein Anteil sein, der kleiner ist. Also W gleich G mal P. Und das entspricht 1025 mal 0,64. Und das wiederum entspricht 556. Wenn ihr schon ein bisschen was mit Gleichungen gemacht habt, hätte man das auch aus dieser ersten Formel heraussehen können, indem ich nämlich das G, das hier unten im Nenner steht, einfach mit mal auf die andere Seite bringe, hätte ich dann auch G mal P stehen. Nur für die, die von euch Gleichungen schon kennen. Also hätten wir in diesem Fall 556 Schüler, die vom Ort kommen. Dementsprechend sind natürlich die anderen restlichen Schüler würden von auswärts kommen. Der dritte Teil. Wir haben jetzt ein neues Schuljahr und da kommen 126 neue Fünftklässler an diese Schule. Und jetzt wissen wir, dass 12% von allen Schülerinnen und Schülern, die in diesem Schuljahr an dieser Schule sind. Jetzt wollen wir wissen, ja, wie viele Schüler sind jetzt in diesem neuen Schuljahr an der Schule. Das heißt, wir haben gegeben, erstmal der Prozentsatz P, 12%, umgerechnet in der Dezimalzahl 0,12, um zwei Stellen verschoben. Und jetzt diese 126. Müssen wir überlegen, 126. Und wie viel insgesamt sind, das ist die Frage. Insgesamt werden deutlich mehr sein natürlich. Das heißt, in diesem Fall wird der Grundwert gesucht sein und der Prozentwert gegeben. Das heißt, W ist gegeben, 126, und G ist gesucht. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir das machen. P durch W, das ist eine sehr kleine Zahl, das kann nicht funktionieren. W mal P, da wird auch eine sehr kleine Zahl.
Aber W geteilt durch P, wenn ich eine Zahl dividiere, die kleiner ist als 1, bekomme ich am Ende einen größeren Wert raus. Das ist also tatsächlich das, was wir suchen. G ist also W geteilt durch P. Auch das hätte man sich mit den Gleichungen gut erkennen können. Indem ich zum Beispiel hier das P auf die andere Seite bringe, würde auch W geteilt durch P da stehen. Setzen wir das ein, 126 durch 0,12, und dann sehen wir, es kommt 1050 raus. Das heißt, wir haben in diesem neuen Schüler 1050 Schülerinnen und Schüler. Nun, man kann sich das auch mit Hilfe einer Eselsbrücke oder einer Merkhilfe vereinfachen. Und zwar in Form von diesem Dreieck. Man schreibt oben das W hin und unten dann das G und das P. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das G suche, dann decke ich das G ab und dann habe ich die Formel, nämlich W geteilt durch P. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder das P suche, decke ich das P ab und habe ich W geteilt durch G. Wenn ich zum Beispiel das, was haben wir hier gesucht, das W suche, decke ich das W ab und ich stecke G mal P. Also mit dieser Merkhilfe kann man sich alle drei Formeln, hat man auf einen Schlag parat. Es kann aber auch einfacher sein, sich die Formeln direkt zu merken und umzuformen, je nachdem, wie es in eurem Geschmack ist. Okay, schaut doch mal auf der Homepage www.jurella.de vorbei, besucht uns bei Facebook. Dankeschön.